We are excited to be here. Wir freuen uns so, hier zu sein. And we thank the Lord for the way that this was arranged. Und wir danken dem Herrn dafür, wie das alles arrangiert worden ist. Angie, what is the lady's name again? Zealand. Zealand. Where is Zealand? Wo ist Zealand? Da ist Zealand. Zealand, yes. A little more than a year ago, vor ungefähr einem Jahr, we were on a cruise on the Royal Caribbean. Haben wir so eine Schiffsfahrt auf der königlichen karibischen Yacht oder was immer gemacht, ja? And a war broke out in Israel. Und es gab einen Krieg in Israel. And our ship was diverted. Und unser Kreuzfahrtschiff ist dann umgeleitet worden. To Bodrum, Turkey. Und zwar in die Türkei nach Bodrum. And that's where Zealand was. Und dort ist Zealand gewesen. And had the war not broken out, wenn der Krieg nicht ausgebrochen wäre, we would not have met. Hätten wir sie nicht getroffen. And we would not be here. Und wir wären heute nicht hier. So God allowed a war to begin in Israel. Also Gott hat einen Krieg in Israel erlaubt, also zugelassen, dass er angefangen hat. To get us to Germany. Um uns nach Deutschland zu bringen. Thank you so much for the invitation. Danke so sehr für die Einladung, Zealand. And thank you all for being here. Und danke, dass ihr alle heute hier seid. We're going to spend our time in prayer and then go into God's word. Wir wollen einen Moment im Gebet verbringen und dann in Gottes Wort hineingehen. Let us pray. Lasst uns beten. Loving Father in heaven. Liebender Vater im Himmel. Give us wisdom as we approach your word. Gib uns Weisheit, wenn wir uns jetzt deinem Wort nähern. In Jesus name I pray. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. 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 The title of the message is Der Titel der Botschaft ist The Cradle and the Throne. Von der Krippe zum Thron. Revelation chapter 12 summarizes the contest between the God of light and the God of darkness. Offenbarung 12 fasst diesen großen Konflikt zwischen dem Herr der Finsternis und dem Gott des Lichts zusammen. For 4000 years up to this point Satan had claimed the world as his own. Seit 4000 Jahren hat Satan diese Welt als 4000 Jahre hat Satan diese Welt als sein eigenes beansprucht. But Revelation 12 reveals how God sent his son to reclaim the dominion lost by Adam. Aber Offenbarung 12 zeigt, wie Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat, um diesen Herrschaftsbereich, den Satan für sich in Anspruch genommen hat, wieder zurück zu bekommen. We read in Revelation chapter 12 verse 5 these words. Wir lesen Offenbarung 12 Vers 5 diese Worte. She bore a male child who was to rule all nations with a rod of iron. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. And her child was caught up to God and his throne. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Revelation reveals a contest between the adversary and the advocate. Offenbarung 12 offenbart einen Konflikt zwischen dem Widersacher und dem Anwalt, unserem Advokaten. You see, in Revelation, Satan remembers the victorious declaration made by God in Eden. Satan hat sich daran erinnert an diese siegreiche Erklärung, diese Ankündigung, die in Eden schon prophezeit worden ist. And we read in Genesis 3:15 these words. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 15 diese Worte. And God said to the enemy. Gott hat hier zu dem Feind gesprochen. And I will put enmity between you and the woman. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. And between your seed and her seed. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. He shall bruise your head. Er wird dir den Kopf zertreten. And you shall bruise his heel. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. You see, for 4000 years Satan enjoyed the exploits of his rebellion. 4000 Jahre lang hat Satan sich daran gefreut, aus der Rebellion Nutzen zu ziehen. For 4000 years Satan shook his face. Shook his fist in the face of divinity. 4000 Jahre lang hat Satan seine Faust dem göttlichen Gesicht entgegengestreckt. For 4000 years Satan gained victory over frail humanity. 4000 Jahre lang hat Satan Sieg über die schwache Menschheit errungen. But suddenly the news of the birth of Jesus agitates a satanic protest. Aber plötzlich hat diese Neuigkeit von der Geburt Jesu einen satanischen Protest hervorgerufen. And in Revelation Satan does not send his angels, he takes on Christ personally. In Offenbarung sehen wir, dass Satan nicht seine Engel gesandt hat, sondern dass er persönlich Jesus entgegengetreten ist. Look at Revelation chapter 12 and verse 4. Wir lesen in Offenbarung 12 Vers 4. And the Bible says, and the dragon stood before the woman. Und der Drache stand vor der Frau.
who was ready to give birth, die gebären sollte, to devour her child as soon as it was born, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. You see, the curtain is about to be raised on stage 2 of the great controversy. Wir sehen hier, wie der Vorhang sich jetzt langsam öffnet für die zweite Phase des großen Konfliktes. The fallen star will not outshine the bright and morning star. Der gefallene Stern wird nicht den hellen Morgenstern überleuchten, mehr leuchten als er. The roaring lion is about to be arrested by the lion of the tribe of Judah. Der brüllende Löwe ist jetzt kurz davor, vom Löwen aus dem Stamm Juda gefangen genommen zu werden. The adversary will be defeated by the advocate. Der Widersacher wird vom Advokaten, vom Mittler besiegt werden. You see, Revelation brings a literal and a spiritual woman in view. In Offenbarung finden wir eine buchstäbliche und eine geistliche Frau. Mary is the literal woman through which Jesus enters the world. Maria ist ja die buchstäbliche Frau, durch die Jesus in die Welt kommt. But she is also a symbol of the church through which Christ enters the world. Aber die Frau ist natürlich ein Symbol für die Gemeinde, durch die Jesus in diese Welt hineinkommt. You see, this describes the incarnation, a birth like no other. Dies ist die Fleischwerdung, eine Geburt wie keine andere. And Matthew chapter 1 verse 23 talks about this birth. Matthäus 1 Vers 23 spricht von dieser Geburt. We are told these words. Uns wird Folgendes gesagt. Behold, a virgin shall be with child. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn and gebären. And bear a son. Und einen Sohn gebären. And they shall call his name Emmanuel. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Which is translated God with us. Das übersetzt heißt Gott mit uns. Now Emmanuel is not a gift from God. Immanuel ist nicht ein Geschenk von Gott. Wrapped in human flesh. Das vielleicht irgendwie so in menschliches Fleisch eingepackt ist. Emmanuel is the gift God wrapped in human flesh. Immanuel ist das Geschenk Gott in menschlichem Fleisch. You see, Jesus did not begin to exist when he came into the world through Mary. Denn Jesus hat ja nicht angefangen zu existieren, als er durch Maria in die Welt kam. 700 years before his birth, Isaiah the prophet talked about that wonderful birth. 700 Jahre vor der Geburt hat Jesaja der Prophet über diese wundervolle Geburt gesprochen. And notice his words. Schaut seine Worte an. He says, "For unto us a child is born." Er sagt, denn ein Kind ist uns geboren. "Unto us a son is given." Ein Sohn ist uns gegeben. And notice this. Und achte darauf. "And the government will be upon his shoulder." Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. "And his name will be called Wonderful." Und sein Name wird man nennen Wunderbarer. "Counselor." Ratgeber. "Mighty God." Starker Gott. "Everlasting Father." Ewiger Vater. "Prince of Peace." Friedefürst. You see, Isaiah gives us two realities in this verse. Jesaja gibt uns hier zwei Realitäten in diesem Vers. One, he talks about the eternal existence of God. Er spricht über die ewige Existenz Gottes. As manifested through Jesus. Wie sie sich in Jesus manifestiert hat. Jesus is called Mighty God. Er wird hier starker Gott genannt. Everlasting Father. Ewiger Vater. Which denotes Christ's pre-existence as the everlasting Father. Was anzeigt, dass er schon wie der Vater ewig existiert hat. You know, some are beginning to suggest, einige fangen an vorzuschlagen, that everlasting means, dass ewig bedeutet, from the time that Jesus was created. Dass das bedeutet von dem Zeitpunkt, wo Jesus geschaffen worden ist. But if you scan the eternal record, aber wenn man den Bericht der Ewigkeit sich anschaut, you will discover that Jesus predates his incarnation. Dann sehen wir, dass Jesus lange vor seiner Fleischwerdung existierte. In other words, there was never a time that Jesus did not exist. In anderen Worten, es gab niemals eine Zeit, in der Jesus nicht existierte. Micah the prophet brings this reality to the stage. In Micha 5 Vers 1 sehen wir diese Realität beschrieben. But you, Bethlehem Ephrata, und du, Bethlehem Ephrata, though you are little among the thousands of Judah, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel. Aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. And notice these words. Und jetzt achtet auf diese Worte. Whose goings forth are from of old. Dessen Hervorgehen von Anfang, from everlasting. Von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Notice not from his birth on earth. Also nicht seit seiner Geburt. Everlasting has no beginning and no end. Auf dieser Erde. Er ist von ewig, das heißt, er hat ohne Anfang und ohne Ende. And Jesus is before our world. Jesus ist vor unserer Welt gewesen. Before the creation of this universe. Vor der
Erschaffung dieses Universums. Before the constellation in which we exist. Bevor diese Konstellation, in der wir existieren, gewesen ist, war er schon da. He is from everlasting. Er ist seit Ewigkeit. He always existed. Er hat immer existiert. Amen. Amen. So the Bible talks about the invisible God being made visible through the visible God Jesus. Die Bibel spricht also davon, wie der unsichtbare Gott durch den sichtbaren Gott Jesus begreifbar wird, sichtbar wird. This is made clear by the writings of the Apostle Paul in Colossians 1:15. Das wird durch die Schriften des Apostel Paulus deutlich, hier in Kolosser 1, Vers 15. Follow these words very carefully. Achtet mal ganz sorgfältig auf diese Worte. Speaking of Jesus, es redet von Jesus. Paul says, Paulus sagt hier, he is the image of the invisible God. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. The firstborn over all creation. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Don't miss this. Verpasst das nicht. Jesus is called the firstborn, not the first created. Er wird hier der Erstgeborene, nicht der Erstgeschaffene genannt. The firstborn is a statement of preeminence. Das ist eine Aussage seiner Vorherrschaft, dass er über allem anderen ist. A statement of pre-existence. Eine Aussage über seine Präexistenz. A statement of prerogative that no one else has. Ein Vorrecht, das niemand anderes sonst hat. And so Paul contributes all these factors to Jesus. Und Paulus tut all das dem Jesus zuschreiben. He exists on his own. Er existiert aus sich selbst heraus. He pre-exists everything that was created. Er hat vor allem anderen, das geschaffen worden ist, hat er schon existiert. Nothing existed before him. Nichts hat existiert vor ihm. And he is before everything. Und er ist vor allen Dingen. Notice Colossians 1, verse 16 and 17. In Kolosser 1, Vers 16 und 17 lesen wir. Powerful words. Mächtige Worte. For by him all things were created. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. I'll say that again. Ich sage das nochmal. For by him all things. Denn in ihm ist alles. How many things? Wie viele Dinge? All things. Alles. All things were created that are in heaven and that are on the earth. Alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Visible and invisible. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Whether thrones or dominions. Weder seines Throne oder Herrschaften. Or principalities or powers. Oder Fürstentümer oder Gewalten. You see, verse 17 makes it very clear. Vers 17 macht das ganz deutlich. And he is before all things. Er ist vor allen Dingen. And in him all things consist. Und alles hat seinen Bestand in ihm. This is a very powerful statement. Das ist eine sehr mächtige Aussage. All things were created through him. Alles ist durch ihn geschaffen worden. Which means that not even he was created. Das bedeutet also, dass auch er selbst nicht geschaffen worden ist. Because the creator does not create himself. Denn der Schöpfer schafft sich ja nicht selbst. And he is before all things that exist. Und er ist vor allen Dingen, die existiert haben. So therefore, everything that we see, deswegen, alles, was wir sehen, even the things that are invisible to our eyes, selbst die Dinge, die wir mit unseren Augen nicht sehen können, the air that we breathe, die Luft, die wir atmen, the heat that we feel from the sun, die Hitze, die wir von der Sonne fühlen, were all created by him and for him. Sind alle durch ihn und für ihn geschaffen worden. And in spite of the controversy today, und es ist eine Auseinandersetzung heute, Jesus cannot be the creature and also the creator. Es ist wichtig zu sagen, Jesus kann nicht gleichzeitig und Jesus cannot be the creature and the creator. The controversy, it's today. In spite of the controversy that exists today, trotz der Kontroverse, die heute existiert, kann nicht Jesus gleichzeitig der Geschöpf und Jesus cannot be the creature and the creator. Jesus kann nicht der Schöpfer und das Geschöpf sein. I believe he is the creator. Ich glaube, er ist der Schöpfer. He is not the creature. Er ist kein Geschöpf. Amen. Amen. So we exist because of Jesus. Wir existieren wegen Jesus. All of the worlds, fallen and unfallen, were created by him. Alle Welten, gefallen und ungefallen, sind durch ihn geschaffen worden. Paul says everything in heaven and on earth was created by Jesus. Paulus sagt, alles im Himmel und auf Erden ist durch ihn geschaffen worden. The visible and the invisible. Das Sichtbare und das Unsichtbare. He is before all things. Er ist vor allen Dingen. And in him all things consist. Und in ihm existiert alles. The psalmist David thunders this reality about Jesus. Und der Psalmist David, der donnert diese Realität über Jesus heraus. You'll notice how the Bible is in harmony about the existence of Jesus. Ihr seht, wie die Bibel hier eine Harmonie zeigt über die Existenz Jesu. The Old and the New Testament unite.
Das Alte und das Neue Testament verbinden sich. And David says, David sagt in Psalm 90 verse 2, in Psalm 90 Vers 2, before the mountains were brought forth, ehe die Berge wurden, or ever you had formed the earth and the world, und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, even from everlasting to everlasting, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit. And don't miss these last three words. Und jetzt verpasst diese Worte nicht. You are God. Diese letzten drei Worte. Bist du Gott? He says that about Jesus. Er sagt das über Jesus. You are God. Du bist Gott. David unequivocally writes, you are God. David schreibt ganz unmissverständlich, du bist Gott. Amen. Amen. So, who would want to challenge the divinity of Jesus? Wer möchte also die Göttlichkeit Jesu herausfordern oder in Frage stellen? Who would question his eternal existence? Wer würde seine ewige Existenz in Frage stellen? Who would want to overthrow the majesty of the one that is higher than he? Wer würde die Majestät des einen über also umwerfen wollen, der höher als er selber ist? The Bible makes it clear where this controversy comes from. Die Bibel macht ganz deutlich, woher dieser Konflikt kam. Notice Isaiah 14, verse 14. Schaut Jesaja 14, Vers 14 an. This is the root of the issue. Das ist hier die Wurzel der ganzen Angelegenheit. Satan does not want Jesus to have the authority that he possesses. Satan möchte nicht, dass Jesus die Autorität hat, die er besitzt. And he even declares this. Und er sagt das sogar. He said, I will ascend above the heights of the clouds. Er sagt, ich will emporfahren auf Wolkenhöhen. And notice this jealous statement. Und schaut euch dieses eifersüchtige Statement, diese eifersüchtige Aussage an. He said, I will be like the Most High. Dem Allerhöchsten will ich mich gleich machen. In other words, if I could replace you, mit anderen Worten, wenn ich dich ersetzen kann, I will be like you. Dann werde ich so sein wie du. That was his aim. Das war sein Ziel. And that's why the controversy exists today. Und deswegen gibt es heute diesen Konflikt. People are wondering whether or not Jesus is God. Menschen fragen sich heute, ist Jesus Gott? Because Satan wants you to question him. Denn Satan möchte, dass du das in Frage stellst. Satan's purpose is to delegitimize the Christ he seeks to replace. Satans Ziel besteht darin, den Christus, den er ersetzen möchte, zu delegitimieren, ihm die Legitimität zu entziehen. Now we go to the book of John. Jetzt gehen wir zu Johannes. John chapter 1 verse 1 and 2. In Johannes 1 Vers 1 und 2. Notice, in the beginning was the Word. Da steht, im Anfang war das Wort. And the Word was with God. Und das Wort war bei Gott. And the Word was God. Und das Wort war Gott. He was in the beginning with God. Dieses war im Anfang bei Gott. Let's not miss this. Das wollen wir nicht verpassen. God with God. Gott bei Gott. He is the Word. Er ist das Wort. He was with God. Er war mit Gott. And he is God. Und er ist Gott. Can we say amen? Können wir dazu Amen sagen? See, the unwillingness to acknowledge the eternity of Jesus. Die Unwilligkeit, die Ewigkeit Jesu anzuerkennen, has awakened misguided contention. Hat eine sehr fehlgeleitete Auseinandersetzung hervorgerufen. Over the everlasting existence of Jesus. Über diese ewige Existenz von Jesus. This is a problem that's springing up all over the world. Dieses Problem, das finden wir überall auf der Welt. How all of a sudden? Wie plötzlich? Can Jesus become an unusual creature that no one understands? An unusual. Ja, wie kann Jesus jetzt eine ungewöhnliche Schöpfung werden, die niemand versteht? But he's not unusual. Aber er ist nicht ungewöhnlich. He's very clear in scriptures. Es ist ganz klar in der Schrift. But those who do not study God's word, aber diejenigen, die Gottes Wort nicht studieren, and allow God's word to speak, und die dem Wort Gottes nicht erlauben, selbst zu reden, always question his authority. Stellen immer wieder seine Autorität in Frage. But look at John 1:14. Schauen wir uns Johannes 1, Vers 14 an. The Bible says, and the Word became flesh. Und das Wort wurde Fleisch. And dwelt among us. Und wohnte unter uns. This is an amazing thing. Das ist eine erstaunliche Sache. The only way that we can understand God the Father. Die einzige Möglichkeit, wie wir Gott den Vater erkennen können, is through his son Christ Jesus. Ist durch seinen Sohn Jesus Christus. So this is the incarnation. Das ist also die Fleischwerdung. Also understood as the condescension. Auch sein Herabkommen auf die Erde. See, he came to this earth. Er kam auf diese Erde. And the condescension means, das bedeutet, that Jesus departed his perfect heavenly home. Dass Jesus sein vollkommenes himmlisches Heim verlassen hat. Covered his divinity with humanity. Seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit umgeben hat. And came to live as the Son of Man on earth. Um dann als Sohn des Menschen auf der Erde zu leben. You see, his condescension was necessary. Sein Herabkommen war absolut notwendig. To accomplish the atonement of sin. Damit er eine Versöhnung für Sünde
vollbringen könnte. The condescension represents the merging of divinity and humanity. Dieses Herabkommen bedeutet, dass Göttlichkeit und Menschlichkeit sich miteinander verschmelzen. The veiling of divinity and human flesh. Verhüllen der Göttlichkeit durch das Gewand des menschlichen Fleisches. Now think of this. Denk darüber mal nach. God wants to reveal his son in human flesh. Gott möchte seinen Sohn im menschlichen Fleisch offenbaren, so that through human flesh, so dass durch das menschliche Fleisch his son can be revealed. Sein Sohn offenbart werden kann. Now I want to say that again. Ich möchte das nochmal sagen. The Father came to live in us. Der Vater lebt in uns through his son, und zwar durch seinen Sohn, so that his son, so dass sein Sohn can be seen through us. Dass sein Sohn jetzt durch uns gesehen werden kann. That's why Paul the apostle says, deswegen sagt Paulus der Apostel, Christ in you, Christus in euch, the hope of glory, die Hoffnung der Herrlichkeit. And so when Matthew says, let your light so shine, wenn Matthäus sagt, lasst euer Licht so leuchten, that light is not our light, dann ist das nicht unser Licht. Jesus is the light of the world. Er ist das Licht der Welt. I cannot let something shine that does not belong to me. Ich kann nicht etwas scheinen lassen, das nicht zu mir so selbst gehört. So the only way that Jesus can be seen in us, so die einzige Möglichkeit, dass Jesus in uns gesehen werden kann, is if by his Holy Spirit he abides in us. Ist das, wenn durch den Heiligen Geist er in uns wohnt. Amen. Amen. That's a beautiful message. Das ist eine wunderbare Botschaft. You see, God put on human flesh. Gott hat menschliches Fleisch angenommen. And in this context, und in diesem Kontext, in this unity, in dieser Einheit, he came to accomplish the plan of salvation. Hat er den Plan der Erlösung umgesetzt. Look at Galatians 4, verse 4. Schaut euch Galater 4, Vers 4 an. Bible says, but when the fullness of time had come, als aber die Zeit erfüllt war, God sent forth his son, sandte Gott seinen Sohn, born of a woman, geboren von einer Frau, born under the law, und unter das Gesetz getan. Now, born under the law has a profound understanding. Diese Formulierung, unter das Gesetz getan, hat eine sehr tiefgründige Bedeutung. For Jesus to be our Savior, damit Jesus unser Erlöser sein kann, he was obligated to perfectly keep the law, musste er vollständig auch das Gesetz halten. He must succeed where we failed. Er musste dort erfolgreich sein, wo wir versagt haben. But he came to face this temptation in the flesh of Adam. Aber er kam, um diese Herausforderung ihr entgegenzutreten, er kam in dem Fleisch Adams. That's what is meant by born of a woman. Das bedeutet, wenn es heißt, geboren von einer Frau. Mary had the flesh of Adam. Maria hatte das Fleisch von Adam. So Jesus took on the flesh of Adam by coming into the world through Mary. Also hat Jesus das Fleisch von Adam angenommen, indem er durch Maria in die Welt kam. But born under the law has a second meaning. Aber da gibt es noch eine zweite Bedeutung. Jesus was also born under the condemnation of the law. Jesus war geboren unter die Verurteilung des Gesetzes. He was condemned by the law. Follow this. Jetzt achtet genau darauf, was ich sagen möchte. Er war verurteilt durch das Gesetz. Because of his human flesh. Durch das, nicht durch seine Taten, sondern durch das menschliche Fleisch. But he did not violate the law in his human flesh. Aber er selbst hat das Gesetz niemals gebrochen in seinem Fleisch. This is amazing. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke. How can he be condemned by something that you don't violate? Wie kann er durch etwas verurteilt sein, was er selbst gar nicht gebrochen hat? The only way this could occur, das Einzige, wie das möglich ist, is if you take on human flesh that is already condemned. Ist, wenn du menschliches Fleisch an dich nimmst, was bereits längst verurteilt ist. So when Jesus went to the cross, als Jesus zum Kreuz ging, he took human flesh to the cross. Hat er menschliches Fleisch zum Kreuz gebracht. But God did not die. Aber Gott ist nicht gestorben. The nature of Adam was put to death. Die Natur von Adam ist getötet worden. So that the divinity of Christ can be revealed through us. So dass die Göttlichkeit Jesu in uns offenbart werden kann. But when we try to explain divinity, sometimes it seems impossible. Manchmal erscheint es uns unmöglich, Göttlichkeit richtig zu erklären. And here's the reason why. Hier ist der Grund warum. 1 Timothy chapter 3 verse 16. 1. Timotheus 3 Vers 16. Notice these words. Schaut euch diese Worte an. And without controversy great is the mystery of godliness. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. This is what we try to explain. Das ist, was wir versuchen zu erklären. God was manifested in the flesh.
Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Justified in the spirit. Gerechtfertigt im Geist. Seen by angels. Gesehen von den Engeln. Preached among the Gentiles. Verkündigt unter den Heiden. Believed on in the world. Geglaubt in der Welt. And received up in glory. Aufgenommen in die Herrlichkeit. Don't miss it. Verpasst das nicht. God was manifested in the flesh. Gott ist im Fleisch offenbart worden. This is what Satan wants us to deny. Das ist, was Satan gerne möchte, dass wir es verleugnen. Jesus is God in the flesh. Jesus ist Gott im Fleisch. This reality is divinely profound. Und diese Realität ist wirklich göttlich tiefgründig. In Philippians Paul makes it even clearer. In Philipper macht das Paulus sogar noch deutlicher. Philippians 2 verse 6 to 8. In Philipper 2 Vers 6 bis 8. Notice how he unwraps this beautiful picture. Schaut, wie er dieses wundervolle Bild so Stück für Stück entfaltet. Who being in the form of God, der als er in der Gestalt Gottes war, did not consider it robbery, es nicht wie einen Raub festhielt, to be equal with God, Gott gleich zu sein, on the same plane, auf derselben Ebene. You see, today people teach that he's lower than God. Heute gibt es Leute, die sagen, er sei ein bisschen geringer als Gott. But the Bible said he is equal with God. Aber die Bibel sagt, er ist auf derselben Ebene, er ist gleich mit ihm. And it continues. Und es geht weiter. But made himself of no reputation. Sondern er entäußerte sich selbst. Taking on the form of a bond servant. Nahm die Gestalt eines Knechtes an. And coming in the likeness of men. Und wurde wie die Menschen. And then verse 8. Und dann Vers 8. And being found in appearance as a man. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. He humbled himself. Erniedrigte er sich selbst. And became obedient to the point of death. Und wurde gehorsam bis zum Tod. Even the death of the cross. Ja, bis zum Tod am Kreuz. This is a grand mystery. Das ist ein großes Geheimnis. See, Paul not only acknowledges his divinity. Paulus hat nicht nur seine Göttlichkeit anerkannt. But he's saying, if you want to know what God looks like, look at Jesus. Sondern er sagt, wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau auf Jesus. That's what Jesus said to his disciples. Das hat Jesus ja zu seinen Jüngern gesagt. Have I been with you so long that you have not seen the Father? Bin ich so lange bei euch gewesen und ihr habt noch nicht den Vater in mir gesehen? He is the form and the image of God. Er ist die Form, er ist das Bild Gottes. He is the image of the invisible God. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. So Paul is not only acknowledging Jesus as the image of God. Paulus hat Jesus nicht nur als das Bild Gottes anerkannt. Paul reveals the Father and the Son sharing in eternal divinity. Paulus hat auch betont, dass der Vater und der Sohn die gleichen ewigen göttlichen Qualitäten haben. Now John adds his commentary. Und Johannes fügt seinen Kommentar hinzu. Look at John 17:5. Schaut euch Johannes 17 Vers 5 an. These are the words of Jesus. Das sind die Worte von Jesus. Making it clear that he was here before the world was. Um deutlich zu machen, dass er schon da war, bevor die Welt geschaffen worden ist. He said, "And now, O Father." Und nun, glorify me together with yourself. Verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst. With the glory which I had with you. Mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Before the world was. Ehe die Welt war. Notice not when the world came about, nicht als die Welt geschaffen wurde, but before the world was. Sondern ehe die Welt war. So in Genesis chapter 1, also in 1. Mose 1, when it says in the beginning God, wenn als es heißt im Anfang schuf Gott, created the heavens and the earth, die Himmel und die Erde, that is not older than John chapter 1. Dann ist das nicht älter als Johannes 1. John 1 goes further back than Genesis chapter 1. Johannes 1 Vers 1 ist viel älter sozusagen, geht viel weiter zurück in der Zeit als 1. Mose 1. And then Hebrews chapter 1 goes further back than John 1 and Genesis 1. Und Hebräer 1 geht noch weiter zurück. Because it describes Jesus as the one that created the worlds, the eons. Denn dort heißt es, dass er die Welten, die Äonen geschaffen hat. Not just our world. Nicht nur unsere Welt. But all the worlds. Sondern alle Welten. You see, who alone but God of creation can have the authority of Jesus? Wer anderes als der Gott der Schöpfung kann die Autorität von Jesus haben? Jesus is the one the Bible describes as ruling all nations. Von Jesus heißt es in der Bibel, dass er alle Nationen regiert. Look at Isaiah 9 verse 6. Schaut euch Jesaja 9 Vers 6 an. We read this before. In Vers 5. But let's look at the beginning part again. Wir haben das schon gelesen, wir wollen den Anfang noch mal anschauen. For unto us a child is born. Denn ein Kind ist uns geboren. Unto us a son is given. Ein Sohn ist uns gegeben. And the government will be upon his shoulders. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. You see, friends, when the world government let you down. Also, wenn die Regierungen der Welt dich enttäuschen. The greater government is on the shoulder of Jesus. Ist immer noch die größere Regierung auf den Schultern his von Jesus. His government will never let you down. Seine Regierung wird dich niemals enttäuschen. Amen. Amen.
You see, that government never fails. Diese Regierung wird niemals versagen. The government of God is never defeated. Die Regierung Gottes ist niemals besiegt worden. The government of God is never replaced. Die Regierung Gottes wird niemals ersetzt. It is an eternal government. Es ist eine ewige Regierung. And we are all citizens of that eternal government. Und wir alle sind Bürger dieser ewigen Regierung. Amen. Amen. We are all children of the Most High God. Wir sind alle Kinder des Allerhöchsten Gottes. You see, Jesus has the right to rule. Jesus hat das Recht zu regieren. Because he made the nations. Weil er die Nationen gemacht hat. Look at Acts chapter 17 verse 26. In Apostelgeschichte 17 Vers 26. And it says, and he has made from one blood every nation of men. Das heißt, er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht. To dwell on all the face of the earth. Dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen. And the second thing Isaiah reveals. Das zweite, was Jesaja is the phrase to rule all nations. Ist, dass er alle Nationen regieren soll. Now we're going to begin to see this. Wir werden das jetzt uns anschauen. So when we recognize the authority of Jesus, wenn wir die Autorität von Jesus anerkennen, it affects the way that we lead. Listen to this. Hört euch jetzt mal das an. 1 Peter chapter 5 verse 2 to 4. In 1. Petrus 5 Vers 2 bis 4. This is a challenge to all leaders. Das ist eine Herausforderung, eine Anrede an alle Leiter in einer Gemeinde. This is a challenge to pastors. Eine Herausforderung an Pastoren. This is a challenge to those in positions of authority. Das spricht hier besonders diejenigen an, die Autoritätspositionen haben. Notice what the Bible says. Schaut euch an, was die Bibel sagt. Shepherd the flock of God which is among you. Hütet die Herde Gottes bei euch. Serving as overseers. Indem als Hirten sozusagen. Not by compulsion, but willingly. Indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Not for dishonest gain, but eagerly. Nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern mit Hingabe. Not as being lords over those entrusted to you. Nicht als solche, die über das ihnen zugewiesene herrschen. But look at these words. Und schaut euch diese Worte an. But being examples to the flock. Sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. And when the chief shepherd appears. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, you will receive the crown of glory that does not fade away. Den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. That's the joy that we look forward to. Auf diese Freude freuen wir uns. The crown of glory that does not fade away. Diese herrliche Ehrenkrone, die nicht vergänglich sein wird. The crown does not belong to us. Diese Krone gehört uns nicht. But the chief shepherd shall give it to us. Aber der Oberhirte wird sie uns geben. One day we will wear a crown of glory. Eines Tages werden wir eine Ehrenkrone tragen. One day we will be clothed in the crown that belongs to Jesus alone. Eines Tages werden wir mit dieser Krone bekrönt werden, die allein Jesus gehört. But now let's go to the next part of Revelation chapter 12 and verse 5. Wir schauen uns den nächsten Teil in Offenbarung 12 Vers 5 an. The Bible talks about the rod of iron. Da spricht es auch von dem eisernen Zepter. You see, the rod of iron is a symbol of his defense. Ein eisernes Zepter ist ein Verteidigungssymbol. The shepherd uses it to defend his sheep. Der Hirte verwendet seinen Stecken, seinen Stab, um die Schafe zu verteidigen. So when Jesus is our defense, wenn also Jesus unsere Verteidigung we have an assurance that cannot be interrupted. Dann haben wir eine Sicherheit, die nicht unterbrochen there werden kann. Is a silent confidence sustained by the rod of iron. Es gibt so ein stilles Vertrauen, das durch dieses eiserne Zepter getragen wird. That's why David the Psalmist says these words in Psalm 23. Deswegen hat David in Psalm 23 diese Worte gesagt. It is short but powerful. Es ist kurz, aber sehr mächtig. He said, "The Lord is my shepherd." Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Is the Lord your shepherd? Ist der Herr dein Hirte? Yes. Ja. Is the Lord your shepherd? Ist der Herr dein Hirte? Yes. Ja. And if that's the case, wenn das der Fall ist, I shall not want. Wird mir nichts mangeln. You see, the shepherd will watch over his sheep. Der Hirte passt dir auf seine Schafe auf. In this failing generation, in dieser Generation, die versagt, when comfort and assurance are difficult to find, wo es schwierig ist, noch Trost und Zuversicht zu finden, we have a shepherd. Haben wir einen Hirten. In uncertain times, in unsicheren Zeiten, when peace is hanging by a thread, wenn Friede so am seidenen Faden hängt, we have a shepherd. Haben wir einen Hirten. In a world wrapped in anguish and perplexity, in einer Welt, die in Zweifel und in Verzweiflungen und Perplexität we have a shepherd. Umgeben ist, haben wir einen Hirten. Can we say amen? Amen. Jesus is my shepherd. Jesus ist mein Hirte. Jesus is your shepherd. Jesus ist dein Hirte. He's watching over us. Er schaut auf uns. Our hope is in the chief shepherd. Unsere Hoffnung liegt in diesem and obersten we Hirten. Have constant assurance.
und wir haben echte Zuversicht. Regardless of the challenging moments, Jesus is with us. Egal welche schlimmen Momente wir auch erleben, Jesus ist bei uns. Notice what the rod of iron does. Was macht dieser Psalm 23 verse 4? Dieser eiserne Stab, Vers 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten. I will fear no evil. Fürchte ich kein Unglück. For you are with me. Denn du bist bei mir. How? Wie? Your rod and your staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. You see, in a world that's dark. Seht ihr, in einer Welt, die finster ist, the shepherd is with us. Ist der Hirte bei uns. In a world that's violent. In einer Welt, die gewalttätig ist. His rod protects us. Beschützt uns sein Stecken. In an uncertain world. In einer unsicheren Welt. We have a shepherd that is reliable. Haben wir einen Hirten, auf den wir uns verlassen können. He is so reliable, er ist so vertrauenswürdig, that when the world is falling apart, dass wenn die Welt zusammenbricht, the sheep can say, können die Schafe sagen, I have comfort in Jesus. Ich habe Trost your in Jesus. Rod and your staff, they comfort me. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. You see, friends, these are not easy days. Liebe Freunde, wir leben nicht in einfachen Zeiten. This is not an easy world. Wir leben nicht in einer einfachen Welt. Yet we have that blessed assurance. Und doch haben wir diese gesegnete Zuversicht. In 2 Corinthians 4, verse 8 and 9, Paul says these words. In 2. Korinther 4, Vers 8 und 9 sagt Paulus Folgendes. We are hard pressed on every side. Wir werden überall bedrängt. Yet not crushed. Aber nicht erdrückt. We are perplexed. Wir kommen in Verlegenheit. But not in despair. Aber nicht in Verzweiflung. Persecuted. Wir werden verfolgt. But not forsaken. Aber nicht verlassen. Struck down. Wir werden niedergeworfen. But not destroyed. Aber wir kommen nicht. Why? Warum? The rod of iron protects the flocks from the enemy attacks. Weil der Stab aus Eisen die Herde vor den Angriffen des Feindes beschützt. And as servants of the Most High God. Und als Diener des Allerhöchsten. We are called to protect the flock that God has given to us. Sind wir aufgefordert, auch die Herde zu beschützen, die Gott uns übertragen hat. Pastors must protect their flock. Pastoren müssen ihre Herde behüten. Leaders must protect the flock. Leiter in der Gemeinde müssen ihre Herde behüten. Because these are vicious days. Denn wir leben in schlimmen Zeiten. The Apostle Paul writes in Acts chapter 20 these words. Paulus schreibt in Apostelgeschichte 20 diese Worte. Notice what he says. Er sagt, Acts chapter 20 verse 28 to 30. Vers 28 bis 30. He said, therefore take heed to yourselves. So habt nun Acht auf euch selbst. And to all the flock. Und auf die ganze Herde. Among which the Holy Spirit has made you overseer. In welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. To shepherd the church of God. Um die Gemeinde Gottes zu hüten. Which he purchased with his own blood. Die er durch sein eigenes Blut erworben hat. You see, before we go to the next screen. Bevor wir uns das weiter anschauen. The Holy Spirit has given us that authority and that power and responsibility. Der Heilige Geist hat uns diese Kraft und diese Verantwortung gegeben. And the church is in danger in these last days. Und die Gemeinde ist in großer Gefahr in der letzten Zeit. We must guard the church with sound doctrine. Wir müssen die Gemeinde mit wirklich sauberer Lehre behüten und bewahren. We must guard the church with stern characters. Wir müssen die Gemeinde mit wirklich klaren Charakteren behüten. We must guard the church reflecting the love of Christ. Wir müssen die Gemeinde beschützen, indem wir die Liebe Christi reflektieren. It is too late to compromise the doctrines of the church. Jetzt ist es schon zu weit fortgeschritten, als dass wir jetzt noch die Lehren der Gemeinde kompromittieren könnten. And here's the reason why. Und hier ist der Grund, look warum. At verse 29. Schaut euch Vers 29 an. He says, for I know this. Denn das weiß ich. That after my departure. Dass nach meinem Abschied. Savage wolves will come in among you. Räuberische Wölfe zu euch hineinkommen not werden. Sparing the flock. Die Herde nicht schonen. Also from among yourselves. Und aus eurer eigenen Mitte. Men will rise up. Werden Männer aufstehen. What will they do? Was werden sie tun? Speaking perverse things. Die verkehrte that Dinge means reden. Deceptive things. Die verführerische Dinge reden werden. That means things not supported by scripture. Das heißt Dinge, die nicht durch die Bibel unterstützt werden. And what are their intentions? Was ist ihre Intention? To draw away the disciples after themselves. Um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. You see, the church, the aim of the devil. Seht ihr, das Ziel des Satans ist? Is to divide the church. Die Gemeinde zu teilen. The aim of our adversary. Das Ziel unseres Widersachers is to divide the flock. Die Herde zu trennen und zu teilen. He wants to separate the unions from the unions. Er möchte die Verbände voneinander trennen. He wants to create a division between the leadership of the church and the membership of the church. Er möchte eine Trennung zwischen der Leitung und den Geschwistern hervorbringen. He wants us to judge men in positions of authority with our finite understanding. Er möchte, dass wir mit unserem beschränkten Verständnis Männer und Frauen in Autoritätspositionen verurteilen. That's why you have to be careful what you watch on YouTube.
Deswegen ist es entscheidend und wichtig, dass ihr aufpasst, was ihr auf YouTube euch anschaut. Because many on YouTube are fighting against the church. Denn auf YouTube kämpfen viele gegen die Gemeinde. But I must say today, aber heute möchte ich sagen, this is God's church. Das ist Gottes Gemeinde. This is God's remnant church. Das ist Gottes Gemeinde der Übrigen. The enemy is upset with this church. Der Feind hat einen Ärger über diese Gemeinde. He wants to break us down. Er möchte, dass wir zusammenbrechen. That's why my wife and I felt so good to see the history in Germany. Deswegen haben wir uns so sehr gefreut, meine Frau und ich, die Geschichte in Deutschland zu sehen. Where the Protestant Reformation began. Wo die protestantische Bewegung begann. Praise God for strong Germans. Die preis den Herrn für starke Deutsche. Amen. Amen. So the gospel began here to go throughout Europe. Hier begann es, dass das Evangelium wieder in ganz Europa sich verbreitete. Let that flame continue to grow brighter and brighter. Möge diese Flamme wieder erneut heller und heller scheinen. Because there are those that will come to you and say they have new light. Denn es werden Leute zu euch kommen, die sagen, ah, wir haben neues Licht. But we are told in the book Maranatha what their intentions are. Aber im Buch Maranatha wird uns gesagt, was ihre Intentionen Look sind. Look at this quotation, Maranatha, page 60 in paragraph 3. Ja, das Zitat heißt folgendermaßen. It says, one accepts some new and original idea. Irgendjemand akzeptiert eine neue und originelle Idee, which does not seem to conflict with the truth. Die scheinbar nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. He dwells upon it until it seems to him to be clothed with beauty and importance. Er denkt ständig darüber nach, bis irgendwann es ihm so scheint, dass diese neue Idee mit Schönheit und Wichtigkeit bekleidet ist. For Satan has power to give this false appearance. Denn Satan hat die Kraft, so einen falschen Eindruck zu erwecken. At last it becomes the all-absorbing theme. Schließlich wird es für ihn das alles absorbierende Thema. The one great point. Der eine große Punkt. Around which everything centers. Um den alles andere sich jetzt zentriert. And the truth is uprooted from the heart. Und dadurch wird die Wahrheit aus dem Herzen entwurzelt. Everything that you hear, examine it by God's word. Alles was du hörst, prüfe es am Wort Gottes. When somebody says it's brand new, wenn jemand sagt, oh, das ist ganz brandneu, and God has given them something that no one else has, und Gott hätte ihnen etwas gegeben, was bisher noch niemand anderes gehabt hat, question it by brethren of authority. Dann lass es durch Brüder der questioning? Question it by brethren of authority. Ja, das von Brüdern der Autorität hinterfragt wird. Because the church finds itself in an atmosphere of the final movement. Die Gemeinde befindet sich in der Atmosphäre der letzten Ereignisse. And even though it seems difficult, obwohl es vielleicht schwierig erscheint, Christ is on the throne. Ist Christus immer noch auf dem Thron. See, this is what Revelation 12 means when it says, her child was caught up to the throne. Denn es heißt in Offenbarung 12, dass ihr Kind zum Thron emporgerückt worden ist. And Hebrews 7:25 tells us these words. Und Hebräer 7:25 sagt uns folgendes. While Jesus is on the throne, während Jesus auf dem Thron ist, here's the assurance, hat er die Gewissheit. Therefore he is also able to save to the uttermost. Daher kann auch diejenigen vollkommen retten. Those who come to God through him. Die durch ihn zu Gott kommen. Since he always lives to make intercession for them. Weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. There is an unshakable throne. Es gibt einen unerschütterlichen Thron, where today our Savior ministers in our behalf. Wo heute unser Erlöser für uns dient. There is an unbreakable government. Es gibt eine unbrechbare Regierung, where justice and mercy still rules. Wo Gerechtigkeit und Barmherzigkeit immer noch regieren. There is a pure kingdom that one day we will enter by God's grace. Es gibt ein reines Königreich, wo wir durch Gottes Gnade eines Tages auch Teil von sein werden. So my brothers and sisters, liebe Geschwister, in times like these, in solchen Zeiten, allow the parting words of Jesus to comfort you. Dann sollten die letzten Worte von Jesus uns heute trösten. And notice what he said. Schaut, was er sagte. John 14, verse 1 to 3. In Johannes 14, 1 bis 3. When times are difficult, remember these words. Wenn die Zeiten düster werden, dann erinnert euch an diese Worte. When your family is challenged, remember these words. Wenn eure Familie in herausfordernde Situationen kommt, erinnert euch an diese Worte. When you are struggling in your marriage, remember these words. Wenn du in deiner Ehe Probleme hast, erinnert dich an diese Worte. When your job makes life difficult, remember these words. Wenn es auf deiner Arbeit schwierig wird, erinnere dich an die Worte. Jesus says, let not your heart be troubled. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Don't lose your heart over temporary things. Verlier nicht dein Herz über weltliche Dinge. Trust the eternal God. Vertraue auf den ewigen Gott. He says, you believe in God? Er sagt, glaubt an Gott. Believe also in me. Glaubt an mich. But he talks about our home.
Und dann spricht er über unsere Heimat. He said, in my father's house are many mansions. Er sagt, im Haus meines Vaters sind if viele Wohnungen. If it were not so, I would have told you. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. And I love these words. Und ich liebe diese Worte. Because this tells me that this world is not my final place. Denn das sagt mir, dass diese Welt nicht mein letzter Ort ist. I go to prepare a place for you. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. And if I go and prepare a place for you, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, the four most beautiful words I've heard in a long time. Die schönsten Worte, die ich seit langem gehört habe. I will come again. So komme ich wieder. Say that with me. I will come again. Sag das mit mir. So komme ich wieder. One more time. Nochmal. I will come again. So komme ich wieder. Amen. Amen. That's a promise. Das ist eine Verheißung. We can embrace that. Wir können sie empfangen. We can hold on to that. Wir können an ihr festhalten. On dark days, do not forget that. An finsteren Tagen vergiss sie nicht. Jesus will come again. Jesus wird wiederkommen. And what's he gonna do? Und was wird er tun? And receive you to myself. Er wird euch zu mir nehmen. That where I am. Damit auch ihr seid. There you may be also. Wo ich bin. Oh, my brothers and sisters. Liebe Geschwister. We are in Germany now. Jetzt sind wir in Deutschland. But one day we'll be all in the kingdom. Aber eines Tages werden wir alle im Königreich sein. Amen. The kingdom is more beautiful than Germany. Das Königreich ist sogar noch ein bisschen schöner als more Deutschland. More stable than America. Noch stabiler als Amerika. So don't worry about the elections in America. Also kümmert euch nicht um die Wahlen in Amerika. Because Jesus is still on the throne. Denn Jesus ist noch immer auf dem and Thron. And nobody can vote him out. Und niemand kann ihn hinaustreiben durch eine Wahl. Amen. Amen. You see the child in Revelation chapter 12 verse 5. Seht ihr das Kind aus Offenbarung 12 Vers 5? He grew up to be King of Kings and Lord of Lords. Er wuchs und wurde der König der Könige so und Herr der Herren. So when answers aren't enough, remember these words. So erinnert euch. I will come again. Er hat gesagt, ich werde when wiederkommen. Difficulty arises, remember Jesus' words. Wenn Schwierigkeiten aufkommen, erinnere dich. I will come again. Dass Jesus sagte, ich werde wiederkommen. When your faith is challenged, remember these words. Wenn dein Glaube herausgefordert I wird, will come again. Erinnere dich an die Worte, ich werde wiederkommen. Is there anybody today that want to remember those words? Ist es jemand heute hier, der diese Worte erinnern möchte? Is there someone today that says I will get ready for Jesus when he comes? Ist jemand hier, der sagen möchte, ich möchte bereit sein, wenn Jesus wiederkommt? Is there someone today by standing that says I am going to hold on till Jesus gets here. Ist jemand, der durch Aufstehen sagen möchte, ich möchte festhalten, bis Jesus hierher gekommen ist? Is that your desire? Ist das dein Wunsch? Are you determined? Bist du entschlossen? Will you hold on? Willst du festhalten? The child is not coming as a babe. Das Kind kommt nicht als ein Baby. He's coming as King of Kings. Er kommt als König der Könige. And Lord of Lords. Als Herr der Herren. So when the world seems like there are no answers, wenn es so scheint, als ob es keine turn Antworten to gibt, Jesus where there are no questions. Dann schau auf Jesus, wo es Antworten gibt. And he'll bring you through. Und er wird dich hindurchführen. Let's go to our Savior in prayer. Lasst uns zu unserem Erlöser im Gebet gehen. Our gracious Heavenly Father. Unser himmlischer Vater. Thank you for winning the battle. Danke, dass du den thank you for taking our flesh to the cross. Danke, dass du den Sieg thank errungen hast. You for coming forth from the grave victoriously. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gesiegt hast und aus dem Grab siegreich hervorgegangen we do not question your divinity. Wir hinterfragen deine Göttlichkeit we nicht. Know who you are. Wir wissen, wer du bist. You are a great God. Du bist ein großer Gott. Our Savior. Unser Erlöser. Our risen Lord. Unser our soon coming King. Auferstandener Herr, unser bald kommender König. And today we recommit ourselves. Und heute wollen wir uns until erneut we widmen, hear those words. Bis wir diese Worte hören. Come, ye blessed of my Father. Kommt, ihr gesegnet meines Vaters. We look forward to the day. Wir freuen uns auf den Tag. When we can rise from Germany. Wenn wir aus Deutschland to that eternal kingdom. Von Deutschland hinwegfliegen können. Keep us, Lord. In dieses ewige Königreich. Strengthen us, Lord. Stärk uns, Herr. May you live in our hearts. Mögest du in unseren Herzen and leben. May we be determined und mögen wir entschlossen sein, to remember these words. Diese Worte zu I gedenken. Will come again. Ich werde wiederkommen. And we thank you. Und wir danken dir. In Jesus' holy and precious name we pray. Im heiligen und kostbaren Namen Jesu beten and all wir. Of God's people said, und möge das ganze Volk Gottes sagen. Amen. 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 You Amen. May be seated. Ihr dürft euch setzen.